Garin, was ist da los? Wir sollten die nächsten 4 Stunden nicht auftauchen. Garin, bist du da? Antworte, wenn du da bist, sonst löse ich den Alarm aus. Sag ihm, wir sind koscher. Was? Sag ihm, dass alles okay ist. Ja, kein Problem hier. Eine kleine Ausbesserung an den Ballasttanks. Ich lasse euch wieder runter, sobald sie repariert sind. Verstanden, danke. Was wollen Sie noch von mir? Ich will gar nichts von dir und damit willkommen zurück bei Let's Play Splinter Cell Pandora Tomorrow mit meinem neuen Mikrofon. Und diesmal habe ich den Bug behoben. Es war schlicht und einfach das Level, was irgendwie verbuggt war. Und jetzt spielen wir einfach mal weiter. Gut, wir sind hier immer noch in diesem unterirdischen Basis-Dingens. Und jetzt, scheiße, wo geht's denn hier raus? Ich habe keine Ahnung. Und irgendwie leckt es auch ein kleines bisschen. Bestimmt, weil ich Nachtsicht gerade drin habe. Gut, ich glaube, hier sind Feinde. Ich habe da hinten nur 2 ausgeschaltet auf dem Weg hierher. Also müssten da dementsprechend vielleicht noch ein paar Feinde sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch, ob da noch welche kommen. Deswegen bin ich jetzt vorsichtig. Und warum kann ich hier keinen Dietrich verwenden oder kein optisches Dingsbums? Ach so, okay. Ist schon der nächste Abschnitt. Ja, das ist doch mal super. Kurz vor dem nächsten Abschnitt ist das Spiel zum Lecken angefangen. Ja. Naja, egal. Damit müssen wir halt jetzt leben. Damit können wir uns jetzt nicht ärgern. Jetzt geht's halt einfach weiter. Das ist das, was zählt. So. Das sieht mir total ungefährlich aus. Kennt jemand von euch das Zeichen? Ne? Explosionszeichen und so. Also, man sollte jetzt nicht das machen, was ich jetzt machen werde. Sonst passiert sowas. Ne? Nicht nachmachen. Und wenn doch, dann habt ihr das nicht von mir. So, okay, laden wir das Ganze einfach mal wieder. Das wäre ja gerade nur das Jux. Okay, hier ist wieder so ein Aslak. Aber mal flexible Optik. Okay, hier geht's raus zum Dock. Okay, zu dieser Anliegestelle. Ich probiere es jetzt einfach mal. Gut, der schaut gerade nicht hin. Ich könnte es riskieren. Gott, mit dem Leck kann ich nicht spielen. Ich mache mal Nachtsicht wieder aus. Ja. Nein, 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 nein. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Und ich muss husten. Das fängt schon mal gut an, die neue Aufnahme nach der Pause. Nach der Let's Play Pause. Mit 2 FPS läuft's. Das ist doch mal ein super Anfang. Ich hätte was machen sollen. Wegen den Lecks. Naja. 1 FPS. Naja, ist ein Fraps-Spiel. Da kann ich halt nichts daran ändern. Damit müssen wir jetzt halt leben. Mit diesem 1 FPS, der uns jetzt retten wird. So, und ich glaube, ich muss die Aufnahme kurz unterbrechen, damit das Ganze wieder sich fällt. Gut, ich glaube, es läuft... Ja, ich weiß nicht, ob es besser... Warum sagst du mir nicht, dass wir nicht entdeckt werden, du Zuschauer? Ja, ich rede mit dir, Zuschauer, der dieses Video anschaut. Warum sagst du es mir nicht, dass wir entdeckt werden dürfen? Das musst du mir schon sagen. Schreib am besten einen Kommentar gleich, dann weiß ich es sofort nicht. Gut, also hier ist das U-Boot. Sehen wir gerade mit 1 FPS. Unglaubliche Simulation eines Lex-Simulators. Wir hatten den 2012 schon und jetzt haben wir ihn auch 2013 wieder. Das ist mal wieder ein Traum. Ein Traum. Mensch, ich muss jetzt wahrscheinlich ständig die Aufnahme unterbrechen, damit das Ganze funktioniert. So, ich habe die jetzt wieder aufgenommen, die Aufnahme. Jawohl. So mag ich es. So stelle ich mir eine Aufnahme vor. Keine Lags. Nein! Okay, ich nehme es zurück. Okay, ja. Also ich nehme hier diesen Part gerade am 12. Februar auf. Ja, der ist vorproduziert, ich weiß.
Aus dem Grund, weil ich mein neues Mic ein bisschen in den Let's Plays jetzt testen möchte. Und ja, weil ich mal wieder Lust habe, einen Part aufzunehmen. Wo ist denn da eigentlich der Schalter, wo es nach unten geht? Ist der hier irgendwo? Ah, da ist er. Das ist aber dumm. Ich meine, wenn man da einfach den Schalter drückt und gar nicht einsteigen will, dann fährt es da einfach weg. Naja. Dann muss ich mit dem Architekten reden. Und mit Fraps, mit dem Macher von Fraps. Gott, ich hasse Fraps. Play klar ist besser. Auch wenn man da sich registrieren muss oder so, keine Ahnung. Ah! Wer schießt da? So was mache ich gar nicht. Oh mein Gott. Nein! Das habe ich völlig vergessen, dass die auf mich schießen. Scheiße! Okay, ich sollte sie vorher ausschalten, bevor ich da in dieses Aufzug-Dingens laufe. Okay. Das habe ich ja auch damals beim ersten Durchspielen gemacht. Ne, ein FPS. Du weißt schon, was ich meine. Oh Gott, ihr seht gerade, wie das leckt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die Aufnahme kann ich gleich wieder abbrechen, weil es so leckt. Das ist nicht die Qualität, die ich haben möchte. Vom Mikrofon ist die jetzt zwar deutlich besser, aber vom Bildschirm, vom Bild her immer noch scheiße. Sorry, wieder gehustet. Und jetzt sind wir hier. Ich hätte es speichern sollen. Scheiße! Okay, wieder Aufnahme unterbrechen. Okay, Aufnahme wurde unterbrochen, wieder aufgenommen. Muss ich jetzt wahrscheinlich ständig machen, damit das Ganze irgendwie... Ja, damit das Ganze irgendwie nicht scheiße aussieht. Der Part zumindest. Ich glaube, diese Aufnahmesession werde ich auch ganz kurz nur machen. Vielleicht sind die Lags ja dann in der nächsten Aufnahmesession besser. Natürlich, danke Lag. Jetzt habe ich wegen dir 3 Schüsse verschwendet. Oder 2 Schüsse. Der eine war ja ein Todesschuss. Leck, ich hasse dich. So, dann schalten wir sie einfach mal aus der Distanz aus. Aus der fernen Distanz. Bis hierhin sind es ungefähr 70 Meter. Gott, das muss ich sehr genau zielen. Jawohl. Das war Nummer 1. Das war ein Aslak, der uns vorhin gekillt hat. Da ist noch einer, sehe ich gerade. Ja, irgendwie sieht das Ganze irgendwie voll unscharf aus. Irgendwie schwul. Nein! Halt halt die Luft länger an, auch wenn du dann erstickst, wie bei Waititi. Kacke. Ja, aber er weiß nicht, wo ich bin, also. Er schießt jetzt wahrscheinlich total um sich herum. Vor lauter Panik, wie dieser Typ da bei Tankman Infinity. Der Sniper da, der sich so fürchtet. Falls ihr Tankman Infinity kennt, werdet ihr schon wissen, was ich meine. Alter, hat er irgendwelche LSD-Drogen geschluckt oder warum ist die Qualität gerade so schlecht? Also zumindest hier da. Okay, machen wir Nachtlicht aus. Und ich habe ihn erledigt, sehr schön. Oh, ich nehme mal das Wärmesicht. Oh Gott, oh Gott. Ah, ist das hell, Mann. Scheiße. Ist da noch jemand, der sich aufregt? Da ist noch jemand, der sich über den Schuss aufregt. Hm. So, ich will den Witz mit den Junkies und dem Splinter Cell machen. Junkies können gut Ego-Shooter spielen, denn die geben sie ja ständig Schüsse ab, versteht ihr? Das war der Witz. Ich weiß, der war scheiße, aber... Gott, irgendwie... Keine Ahnung, die Grafik sieht irgendwie total komisch aus. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, weil ich Splinter Cell Pandora Tomorrow lang nicht mehr gespielt habe, seit gut 2-3 Monaten. Im Dezember habe ich letztens das gespielt und jetzt haben wir Februar, also bei mir jetzt. Also jetzt, wenn ihr das seht, haben wir wahrscheinlich März. ja. Gut, ich glaube, wir haben noch nicht alle ausgestellt. Da hinten sind bestimmt noch ein paar Aslaks. Ich glaube, ich nehme mal das Fernglas. Das ist deutlich besser zum Spähen als diese Sniper hier. Da ist noch einer. Ist es einer? Sind es Beine oder ist es irgendwas anderes? Oh, okay, das sind irgendwas anderes. Okay. Ist der, ah, ja, da ist noch ein Aslak. Okay. Merken. Hier ist keiner. Ist hier noch irgendein Aslak? Auf Befehl! Auf, Schabos wissen, wer der Babo ist. Da ist noch ein Schabo.
Genau, ich sage jetzt Chabos zu denen, nicht Aslax. Oh Gott, den treffe ich doch nie. Habe ich ihn? Nein, sieht nicht so aus, okay. Verdammt, schon wieder daneben. Na gut, es sind ja auch 100 Meter, die ich da zielen muss. Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn, juhu. Gut, jetzt muss ich seinen Kollegen da noch ausschalten, der hier gerade irgendwo war. Ich glaube, der ist hier reingelaufen, ne? Kann es sein? Jawohl, da ist er. Ach, der ist auch in Panik. Okay, halt still. Habe ich dich erwischt? Hä, schießt der gerade? Der schießt gegen die Wand. Ich hasse dich, Wand! Stirb! So, ich glaube, es haben wir alle, oder? Kann es sein? Oder sind da noch welche? Ich will nur sicher gehen, nicht, dass wir dann wieder unter Beschuss stehen, wenn wir hier dann das Ding da verwenden. Oh Gott, ich muss wieder husten. Oh Gott, ich sollte vielleicht das Mikrofon schnell lautlos machen, aber ich habe da Angst, dass es die Aufnahme dann abbricht, weil Crabster dann nicht mehr mit dem Mikrofon angeschlossen ist. Ja, es läuft eigentlich... Nein, ich sollte es nicht erwähnen, sonst fängt es gleich wieder an zum Spinnen, ne? Ihr wisst schon Bescheid. So. Gut, jetzt hoffe ich, dass wir alle Aslax ausgeschaltet haben. Da sind noch welche, oder? Wenn ich da ein paar Aslax sehe, raste ich aus. Ich meine Chabos. Chabos, nicht Aslax. Chabos. Chabos? Wo? Wo denn? Was sind denn da noch Chabos? Ich sehe hier gar keine. Seht ihr welche Chabos? Nee, hier ist keiner. Vielleicht auf dem U-Boot? Nee, das kann ich mir schwer vorstellen. Hier in dem Treppenhaus? Nee. Hier ist doch keiner. Warum läuft denn dann so eine Musik? Wahrscheinlich sollte man die gar nicht so ausschalten, wie es ich gemacht habe. Aber naja, ich habe es jetzt so einfach mal gemacht. Grimstot hier hat die Sicherheit. Oh Gott, ich stehe unter Beschuss! Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Die Besatzung des U-Boots ist die Anzahl ja. Und Bewaffnung weit überlegen. Das ist doch irre. Ich übe nur Arabisch, deswegen muss ich dauernd husten. Da habe ich nämlich ständig meinen Kehlkopf, zerstört mir diese Stimme. Gut. Okay, wie kommen wir jetzt auf dieses U-Boot drauf? Wir könnten hier runterspringen, aber ich glaube, das würde nicht überleben. Wir müssen wohl durchs Treppenhaus. Aber ich glaube, das sind wieder ein paar Aslax. Aber ich probiere es einfach mal. Ich meine Chabos. Chabos. Ich probiere es einfach mal. Kann ihn nicht schaden. Außer dem Sam. Mir schadet es nicht. Mir schadet nur meine Kraft oder meine Geduld in Sachen Let's Play Splinter Cell Pandora Tomorrow. Welches wir eigentlich schon sehr lange offen haben, ne? Schon seit... November kann, nee, November oder Dezember, glaube ich, haben es gestartet, kann das sein? Irgendwann im November oder Dezember, glaube ich. Und da kommt ein Aslak raus. Da kommt ein Chabo aus dem U-Boot heraus. Und da stirbt der Chabo. Okay. Soll ich ihn ins Wasser schmeißen? Dann wird er sehr viel Spaß haben und kann mit den Delfinen wegschwimmen. Ich glaube, das mache ich. Chabos wissen ja, wer der Babo ist. Also wissen sie auch, dass sie jetzt sterben oder beziehungsweise schwimmen gehen oder baden, whatever. Viel Spaß noch, du lieber Chabo. Okay, und ich mag jetzt immer ein Safe und huste. Oh Mann. Kaum habe ich die Aufnahme aufgenommen, angefangen, fange ich zum Husten an. Unglaublich. Wo ich das Ganze resettet habe, also das Ganze wiederhergestellt habe, den Safe und so. Da musste ich ja das ganze Level neu starten und so, pipapo, tralala. Da habe ich kein einziges Mal gehustet. Dann schalte ich einmal die Aufnahme und huste mindestens 5 bis 6 Mal. Naja, egal. Das ist halt so. Da kann man nichts dagegen ändern. Ich glaube, ich sehe was. Ah, du siehst hier nichts. Ihr seht, wir dürfen jetzt nicht mehr entdeckt werden. Aus dem Grund, weil wir in einem U-Boot sind. Das ist ein besonderes, ein besonderer Ort. Puh, das war knapp. Aber das seid ihr ja gewohnt von diesem Let's Play. Diese knappen Aktionen immer von mir.
ist fast so wie, keine Ahnung, wie dieser Spruch hier, den ich immer bringe mit, keine Ahnung. Dieser Spruch, keine Ahnung, ist wie, keine Ahnung. So, ist hier noch irgendwo ein Jabo? Wir sind hier im Jabo-U-Boot. Kriegen wir da Schaden? Nee. Hätte es sein können. Ich meine, bei Splinter Cell kriegt man für jeden Scheiß Schaden. Ich sag nur Tiefkühlcontainer. Da pennt jemand, okay. Lässt seine Klamotten hier liegen, okay. Okay, hier geht's weiter runter. So, so, so. Ich wollte hier übrigens meinen zweiten Bildschirm hier aufstellen, habe ich auch gemacht. Aber er aktualisiert nicht, wie viel Speicherplatz ich noch habe. Ansonsten könnte ich jetzt sehen, wie viel Speicherplatz ich habe. Was zur Hölle tust du da, Fischer? Habe. Die Mission ist gelaufen. Raus mit dir. Danke, du Aslak. Ich meine, du Jabo. Das ist Jabo, der hat. Oh Gott. Meine Witze werden immer beschissener. Jabos, der hat. Jabos, der Hut. So, jetzt einmal ich den Safe hier, damit ich nicht nochmal durch dieses Zimmer da schleichen muss. Ach komm, jetzt fängt es wieder zum Laggen an. Ist ja mal wieder typisch. Typisch Splinter Cell. Ich glaube, das Typischste für dieses Let's Play ist nicht der Sam, sondern der Lag. Der Lag ist hier die Hauptrolle in diesem Let's Play. Nicht der Sam. Oder der Lambert oder was weiß ich, was für Leute da noch sind. Ich glaube, ich sehe was. Nein, du siehst hier nichts. Geh weg. Das ist der Anführer der Jabos. Das ist Haftbefehl. Ja komm her, Haftbefehl. Er hat seine Jabo-Freunde alarmiert. Scheiße. Halt doch die Klappe, Lambert, du nervst. Mission gescheitert. Sie wurden entdeckt. Oh mein Gott. Das ist mal wieder super. Na gut, probieren wir es nochmal. Ich glaube, ich werde die Aufnahme auch gleich beenden. Und dann machen wir das Level in der nächsten Aufnahmesession fertig. Oje, oje. Oje, oje. Soll ich vielleicht da was reinschmeißen? Irgendwas Fieses? Blendgranate vielleicht? Ich probiere es mal. Und wenn er dann geblendet ist, dann schnappe ich ihn mir. Wie das SEK. So gut, ja, ganz gut eigentlich. So, jetzt kann ich hier so schmeißen. Ja, genau so stelle ich mir das vor. Ich schmeiße es mitten in sein Gesicht. In sein Aslak-Gesicht. Ja, stirb, krepier. Was zur Hölle tust du da, Fischer? Die Mission ist gelaufen. Ich hab den... Ach, der hat trotzdem alarmiert. Der hat wahrscheinlich seinen Walkie-Talkie angemacht und dann... gerufen. Und solche Aslaks wie seine Kumpels, die verstehen sofort. Scheiße! Okay. Ich muss mich verstecken. Nein, 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 nicht weglegen, nicht weglegen. Warum habe ich wieder die Pistole? Nicht die Pistole, die hier. Was zur Hölle tust du da? Okay, ich darf den nicht abknallen. Ja, 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 ist klar, ich darf den nicht abknallen. Ja, hör auf zu brüllen. Ich verstehe dich schon. Lambert, sie haben getötet. Das ist perfektes Deutsch. Ey, wart du, warum du verloren? Ich habe ihn getötet. Oh Mann, dieses Licht. Oh Gott, soll ich mir den schnappen? Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich probier's mal. Okay, es funktioniert nicht. Was zur Hölle tust du da, Fischer? Die Mission ist. Wie habe ich es beim ersten Mal gemacht? Ich habe keine Ahnung. Sie wurden entdeckt. Hey, hey, oh, da ist jemand! Oh, macht er nichts! Ist er blöd? Jawohl, er ist blöd! Oh Mann, was für ein Spast! Okay, nochmal. Wie komme ich an dem vorbei? Der sieht mich sofort. Ich muss den irgendwie ablenken, aber wie? Ich darf den aber nicht zu sehr in Panik versetzen, sonst sieht er mich. Ich probiere es mal mit einem Pistolenschuss. Da ist doch jemand. Ja genau, da ist jemand. Schnapp dir diesen Spast. Okay, jetzt bin ich unter der Theke, das ist ein gutes Versteck. Ich probier's mal, ich probier's mal, ich probier's mal, schaff ich's, schaff ich's, schaff ich's. Nein, 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 n
nein, nein, nein! Wobei, wobei! Ich hoffe. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Und jetzt? Also ich brauche einen Retina-Scanner wahrscheinlich. Ich dachte schon, das ist das Geatme von diesem Typen. Okay. Hä? Ist das eine Tür? Wo ist das? Oh Gott! Oh. So, so, jetzt ab. Ich hoffe, da ist jetzt niemand. Scheiße! Ich hab gesagt, hoffentlich ist da niemand. Was ist? Da ist jemand. Scheiße. Aber ich kann es so machen. Was zur Hölle? Ah ja, jetzt. Niemanden töten. Raus mit dir. Halt die Fresse, Lambert. Gleich töte ich dich. Sie haben ihr Ziel nicht erreicht. Ach, darf ich niemanden umlegen oder was? Muss ich mich überall vorbeischleichen? Das ist ja schwul. Was macht denn der jetzt? Wo ist der? Ich hab keine Ahnung. Ich stehe einfach mal so rum. Oh, okay, ich schau mal da lang. Oh Mann. Ich geh mal da lang. Ist bestimmt ganz lustig. Nein, hier ist nichts. Ich glaube, ich setze mich wieder hin und schlürf mein Fleisch oder was immer das ist. Ich bleib jetzt stehen. Für den Rest meines Lebens. Das ist so total lustig. So, jetzt soll ich mal ein bisschen Visier anziehen zur Übung. Ja, sieht ganz gut aus. Oh Mann, ich bin so schlau. Oh, was war denn das denn? Hat der nichts zu tun oder was? Oder warum? Mann. Ey, such dir ein Hobby. Hey, wir haben hier Wein. Ach, wie schön, der hat uns hier was hingestellt, was wir essen können. Ach, was für ein netter Typ. Was für ein netter, dummer Idiot. So, ich gehe jetzt mal dahin. Ah, da ist auch nichts. Ah. Okay, ich glaube, ich muss die Aufnahme gleich hier abbrechen. Oder beenden. Nicht abbrechen. Abbrechen ist ja, wenn man gezwungen ist, es zu machen. Und beenden ist ja, wenn man es kann. Oder, ja. Ich probiere es mal nochmal. Und wenn es nicht klappt, dann, geh weg! Schau mich nicht so an! Ja, wo ist der denn jetzt? Ja, Hitlerstimme! Ja! Schnell, 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 schnell! Oh. Irgendwie krieg ich hier immer... Es hört sich an, als würde ich einen Orgasmus kriegen. Oh. Puh. Okay, hier ist ein super Ort für ein Safe. Ich, ich speichere jetzt nochmal gescheit. 6-3. Also Numpad geht glaube ich nicht, da doch geht schon. Okay, dann speichere ich hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder, beziehungsweise im nächsten Part. Also bis dann, Leute. Ciao. Was zur Hölle tust du da, Fischer? Die Mission ist gelaufen. Raus mit dir! Lol, und dann steht da diese Fratze vor meinem Gesicht. Unglaublich, was sich der Vergangenheits-Kevin da geleistet hat. Ich hasse ihn. Ach ja, ich habe es übrigens, ja, ich muss das Ganze nochmal, also ich habe das Ganze schon mal gemacht jetzt, ja. Leider war der Sound da aber unsynchron und ja, es kommt ein bisschen schlecht, wenn der Sound unsynchron ist. Ich hoffe, es ist hier dieses Mal nicht unsynchron. Okay, nochmal. Psst. Weg, du rufst doch deine Kollegen. Das wollen wir ja nicht, ne? Oh Gott. Oh Gott! Da kommt jemand. Schnell! Schnell! Ich nein! Was zur Hölle tust du da, Fischer? Ah! Nein, das habe ich das falsche Level gequickladet. Gequickladet. Bestes Deutsch. Nee, so weit sind wir noch nicht. Wir sind erst gerade hier. Bringen Sie in das U-Boot ein. Haben wir schon gemacht. So, und jetzt schnell speichern. Schnell den Körper nehmen und ihn vor den Kollegen da verstecken. Sonst nimmt er sein Walkie-Talkie und verpetzt uns. Und das wollen wir ja nicht, ne? So, ich habe jetzt übrigens noch ein bisschen die Qualität meines Mikrofons verbessert. Mit einer kleinen Soundaufnahme. Und jetzt müsste, glaube ich, meine Stimme perfekt zu hören sein. Und ja, links habe ich noch die Aufnahmen dran, wie sie gerendert werden. Was? Ich bin jetzt ein richtig professioneller Let's Player.
I'm a professional Let's Player. So, und eine weitere Aufnahme ist fertig geworden. Nein! Was zur Hölle tust du dafür? Den mache ich jetzt auch gleich fertig. Dieser Arsch. Na los, komm her. Na, Was Tätze. Zur Hölle tust du? Ey, ich pfeife und der. Hey Jungs, ich habe ein Pfeifen gehört. Kommt mal runter. Ich glaube, ich übersteuere gerade. Kann es sein? Egal. Ich glaube, ich spreche das besser. Aber wenn ich zu laut schreie bzw. rede, dann hat sich ein bisschen dann rauscht es, glaube ich, ein bisschen. Ja, das ist scheiße, wenn es rauscht. Ich rede jetzt mal einfach ganz normal. Ich habe es ja so eingestellt, dass es normal zu hören ist, meine Stimme, wenn ich normal spreche. So, ach ja, den Typen machen viel für den Retina-Scanner, deswegen habe ich den jetzt so mitgenommen. Nämlich für diesen hier. Der Typ hat nämlich seine Kollegen eingeschlossen, da sind nämlich ein paar Leute von ihm. Der sperrt einfach seine Kollegen ein. Was er wohl mit dem vorhatte? Naja. Schlaf gut! Auf das... Was? Auf das S-I-S-S? Oh, keine Ahnung. Was hast du denn da? Tasche. Und eine weitere Aufnahme ist fertig. Ach, wie schön. Gleich mich mal. Oh Gott! Ich hole mir unten eine Tasse Kaffee. Ich komme gleich wieder. Nicht. Bringen Sie mir einen mit? Na, nein! Du weißt, dass die Ausrüstung zu empfindlich ist, um hier etwas zu trinken. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Was zur Hölle tust du da, Fischer? Die Mission ist gelaufen. Raus mit dir! Was ist los? Oh Gott, da ist jemand! Oh komm, ich hasse diese Terroristen, ey. Mensch, ey, wenn da mal gequicksaved. Ich hoffe rechtzeitig. Nein, ich wollte... Ah, ich sehe jetzt gerade nicht, ob ich aufnehme. Deswegen tippe ich hier gerade rum wie ein Verrückter. Moment. Ah, ich bin wieder hier. Mein Fraps hat sich gerade geschlossen. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht erklären kann. Ich habe da irgendwie mit dem Laden hier rumgespielt und jetzt, ja... Hat sich Fraps einfach selber geschlossen. Wahrscheinlich war es irgendeine Schnelltaste. Warum gehe ich da rein? Oh, ich darf nicht so laut rechnen. Ich darf nicht so laut rechnen. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh Gott. Da ist noch jemand. Oh nein. Das hätte ich nicht tun sollen. Warum habe ich das gerade eben gemacht? Das kann sich niemand erklären. Nicht einmal ich selber. Nicht einmal Gott weiß es, das ist volles Illuminat. Und warum kommt der her? Nein! Was Nein! Zur Hölle tust du da, Fischer? Die Mission ist gelaufen! Raus mit dir! Jetzt ganz normal. Ich glaube, beim ersten Mal hatte ich da keine Probleme. Da habe ich einfach gewartet, bis der Kollege da seinen Kaffee geholt hat. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Nicht pfeifen. Ich warte, bis der Dialog kommt und dann verpisse ich mich. Ich hole mir unten eine Tasse Kaffee. Ich komme gleich wieder. Bringen Sie mir einen mit? Nein. Du weißt, dass die Ausrüstung zu empfindlich ist, um hier etwas zu trinken. Warum macht er es dann? Echt sinnvolle Logik. Naja. So, jetzt warten wir, bis der Kollege da kommt. Der holt sich seinen Kaffee. Hoffentlich begegnen wir den nicht, wenn wir aus dem U-Boot rauslaufen, später. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal müssen wir dieses Ding da holen, whatever. Ach, und der spielt Computer? Was spielst du denn da? Was ist das für ein Spiel? Das kenne ich gar nicht. Das ist nicht in meinem Bildschirm, unglaublich. Weißt du auch, was du da tust? Selbstzerstörungsknopf aktiviert. Das Schiff wird sich in 10 Sekunden selbst zerstören. Schiff? U-Boot. Warum soll ich Schiff? Spaceboat wahrscheinlich. Danke, dass Sie den Selbstzerstörungsknopf gedrückt haben. Oh Gott. So, schlaf schön. Und jetzt gehen wir mal hier ran. Ich weiß ja gerade, wo es ist. Also,
des ganzen Zeugs. Beim ersten Mal wusste ich es nicht mehr. Oder beziehungsweise gute Arbeit, Fischer. Also beim was ersten Mal aufnehmen meine ich, noch die das, ID-Nummer des Terminals finden. Schon. Wahrscheinlich habe ich es total sieht aus, als hätten wir fünf Teilnehmer. Satellitentelefon. US-Nummern? Ja, Echelon hat eine Verbindung zu einem privaten Militärunternehmen mit Namen Displays hergestellt. Wir machen einen Crosscheck ihrer letzten Verträge. 5 PMCs. Sie passen ziemlich gut zu unseren 5 Pockenbehältern. Was ist meine Aufgabe? Komm raus da. Wenn wir die Pockenbehälter haben, hält uns nichts mehr zurück. Der Generalstab wünscht schnelles Handeln. Rendezvous mit Cohen. Es ist Zeit, dich mit Sardone bekannt zu machen. Yay! Bist du Sardone? Ich hab Sardone getötet. Ich hab das Spiel durchgespielt. Das war aber eine kurze Bekanntschaft. Na komm mal mit, Sardono. Flag dich zu deinen Kollegen. Warum hast du die eigentlich nicht gefunden, ey? Das ist doch leicht. Oh, der hat sich gerade bewegt. Hat wahrscheinlich einen Albtraum von irgendeinem CSI-Agenten, der ihn niedergeschlagen hat oder sowas. Was ist das, eine Pizza? Nee. Und da liegt die Fanta-Dose. Unglaublich. Schweinerei hier. Bei mitten im Leben würde man sie als Hartz-IV-Empfänger bezeichnen wahrscheinlich. Naja. So, hier sind wieder die Kajüten. Kajüten. Ich verschluck immer das T. Kajüten. So spricht man das aus. Der pennt. Wollen wir ihn für immer einschläfern? Herr Doktor, mein Tier macht lauter willkürliche Dinge. Da müssen wir es einschläfern. Einschläfern! Naja, scheiß drauf. Er ist eingeschläfert worden. Wollen wir ihn vergasen? Oh, wir können es den total gut missbrauchen jetzt, ha? Ja, aber das Spiel ist ab 16, nicht ab 18, ne? Okay. Schweinerei hier. Wo ist denn jetzt lang? Ah, ich dachte, das wäre eine Wand, aber na gut. Das U-Boot hat ein Leck. Billige amerikanische U-Boote. Ne Quatsch, das ist ein indonesische. Was rede ich denn da? Made in Indonesia. Da kommen eigentlich meine Turnschuhe her, meine indonesischen Turnschuhe. Sie sind aber ganz gut eigentlich. Naja. Kommen wir hinter der Tür irgendwie? Nein. Sam ist zu behindert, die Tür zuzuschlagen. So. Hier geht's raus. Endlich wieder an die frische Luft in diesem stickigen U-Boot. Hält's ja kein Schwein aus. Ah, perfekt. Hat nur jemand die Senke. Senke? Senke? Warum sage ich Senke? Senke ist das hier. Das hier ist Senke. Warum bin ich gerade runtergeschampt? Ach gut, ich habe gut gesaved. Ich habe schon gedacht, ich habe jetzt nicht gesaved und ich muss jetzt nochmal durch das ganze U-Boot latschen. Da ist doch jemand. Nein, da ist niemand. Da ist höchstens deine Mutter, aber nicht ich. Sie kommt gerade von ihrem Zuhälter und will abgeholt werden. Will Taxigeld. Oh Gott! Oh Gott! Ein Amerikaner. Mensch. Na gut, wenn hier schon Medical ist und wir schnell Damage bekommen haben. Aber ich möchte nämlich doch warten, bis hier... Ja, bis die Musik weg ist, genau. So, hier, dass hier überall ein Medikit rumliegt, naja. So, ich glaube, ich lasse meine Waffe jetzt dauerhaft gezuckt. Aber hier sind jede Menge Feinde, besonders am Schluss. What the hell? Schade eigentlich. Das sind ein paar. Scheiße, er hat mich erwischt. Haben wir gleich. Habe ich ja noch gleich gezeigt, dieses Punkt-Laser-Ding, ne? Wir wissen eigentlich voll aus, was ich jetzt hier benutze. Naja.
Erwischt! Erwischt und tot! Erwischt! Haben wir erwischt! Lebst du noch? Ja, lebt noch, dieser Arsch! Jetzt nicht mehr! Noch einer! Erwischt! Haben wir erwischt, oder? Verdammt, er hat mich erwischt! Gut, jetzt wechseln wir nochmal die Seiten. Das ist ja wie beim Fußball Seitenwechsel. Alter! Er hat meinen Arm erwischt. Er will mich wohl auf den Arm nehmen, ne? Oh Mann. So, waren das jetzt alle? Ich schau mal noch schnell nach. Ja, sieht so aus. Ich bleib trotzdem noch ein bisschen vorsichtig. Man weiß ja nie, das ist Splinter Cell. Da kann jederzeit was passieren. Erstmal kam mir damit mehr Feinde vor. Naja, egal. Wahrscheinlich versteckt sich ja jetzt noch einer. Wenn ich da um die Ecke brause, dann bam, gibt er mir einen Headshot. Okay, jetzt keine mehr. So, hier geht's nach unten. Ah, jetzt habe ich die Szene nicht verschluckt. Hier geht's nach unten. Normalerweise sage ich ja immer nach, hier geht's nach unten. Unten, ja. Ich gehe auf eine Universität. Oh Mann, Mann. Okay. Mission erfüllt. Schluss mit diesem Wortspiel. Tschüss, wär's Komodo, Indonesien. 18. April 2006, 6 Uhr 32. Was habe ich denn damals gemacht? Keine Ahnung. War wahrscheinlich in der Schule. Nee, 6.30 Uhr war ich nicht in der Schule. Da habe ich gepennt. Mission abgeschlossen. Sadonos Anrufe konnten über das U-Boot-Release zu 5 Satellitentelefonen weiterverfolgt werden. Alle Telefonverträge wurden von Mitarbeitern des privaten Militärunternehmens Armed Guardian Services abgeschlossen. ShadowNet-Teams werden die Pocken-Virus-Behälter ND-133 sichern, damit Third Echelon freie Hand bekommt, um Suhadi Sadono auszuschalten. So, und jetzt mal eine kurze Umfrage an euch. Was habt ihr am 18. April 2006 um 6.32 Uhr gemacht? Schreibt es doch mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Also ich habe damals gepennt, wahrscheinlich ihr auch. Also ja, dann bis zum nächsten Part, Leute. Ciao!